Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ich bin diesmal spät dran mit den neuen Bilou-Sorten, denn ich habe sie nirgends gefunden. Und heute habe ich sie endlich gefunden, also genau 5 Tage bevor sie auf den Markt kommen. Und ja, ich werde sie wie immer jetzt live vor der Kamera testen. Ich habe sie jetzt hier drin. Ich habe am Ende des Videos verlose ich natürlich auch noch alle 4 Produkte an euch. Ich bin mal gespannt, ob ich die neuen Bilous mag. Ihr wisst ja, ich bin jetzt im 7. Monat schwanger. Und als das Lemon rauskam, also vor 3 Monaten oder so, habe ich ja auch ein Video gedreht. Ich weiß gar nicht, ob ich da eins gedreht habe. Aber jedenfalls habe ich das Lemon natürlich auch zu Hause. Und ich habe, als ich meine ganz starke Schwangerschaftsübelkeit hatte, habe ich mich ständig mit diesem Lemon Body Spray eingesprüht. Und jetzt, wo die Übelkeit ein bisschen weg ist, habe ich voll die Phobie gegen dieses Bilou. Aber ich glaube, das liegt nur daran, dass ich es halt damals so oft gerochen habe. Also wenn ich das jetzt irgendwo sprühe, muss ich sofort würgen. Und ich hoffe, dass ich das bei den neuen Sachen nicht habe. Aber ich denke es eigentlich nicht. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ich würde zuerst die beiden Bodyschäume testen. Ah, ich denke gerade, man riecht sogar schon ein bisschen durch die Packung. Das habe ich auch noch nie gehabt. Ah ja, klar. Weil ich schwanger bin, bin ich ja viel geruchsempfindlicher. Das ist auch so witzig. Das war ich früher gar nicht. Ich habe immer sehr schlecht gerochen. Und seit ich jetzt schwanger bin, rieche ich alles. Da laufe ich nur an einem Aschenbecher vorbei und ich rieche den von ganz weit weg schon. Und wahrscheinlich rieche ich deswegen die Bilous jetzt schon durch die Packung. Ist ja echt witzig. Ich würde als erstes Bloomy Passion probieren. Erst sprühe ich und dann lese ich drauf, was es ist. Weil ich es erstmal riechen will, bevor ich sozusagen lese. Erst dachte ich, weil da ja Blumi steht, ich habe irgendwie an Blume gedacht. Ich dachte, es riecht ein bisschen wie Happy Spring, riecht es aber gar nicht. Es riecht ein bisschen nach so Brombeer oder so, hätte ich jetzt gedacht. Aber trotzdem irgendwie auch blumig. Bilou Bloomy Passion duftet blumig, fruchtig und verführerisch, exotisch mit einem Hauch Maracuja und Guave. Okay, Maracuja, jetzt rieche ich es, wo ich es weiß, aber als ich es noch nicht wusste, habe ich es nicht gerochen. Es riecht gar nicht nach Brombeere, es riecht ein bisschen nach Maracuja. Also nicht nach Pfirsich, sondern nur nach diesem Maracuja, was ein bisschen intensiver riecht, aber gleichzeitig doch auch ein bisschen blumig. Das stimmt schon mal und ich finde es eigentlich ganz lecker. Ich bin richtig krass gespannt auf Orange Lemonade. Ich stelle es mir ein bisschen vor wie Fizzy Berry. Fizzy Berry war ja auch so prickelnd, hat auch wirklich so wie Brause gerochen. Irgendwie so ein bisschen, als würde es nach Fanta riechen. So stelle ich mir das vor. Ich bin richtig gespannt, ob das stimmt. Es riecht schon ein bisschen nach Fanta. Oh shit, da kommt ja gar kein Schaum raus. Ups. Oh mein Gott, das riecht so gut. Es riecht richtig lecker. Es riecht wirklich ein bisschen nach Fanta oder so nach Lemon Soda. Oder nicht Lemon Soda, Orange Soda. Ja, doch, es riecht irgendwie eine Mischung aus Orangensaft, frisch gepresster Orangensaft und Fanta. Aber nicht so süß klebrig, sondern eher so ein bisschen herb. Also wie eine Orange. Es riecht wirklich wie eine Orange. Ich finde es richtig lecker. Ich lese mal, was draufsteht. Bilou Orange Lemonade duftet fruchtig, prickelnd nach leckerer Orangenlimo mit einem Spritzer süßen Grapefruit. Genau, und das ist nämlich das, warum es nicht so süß nach Fanta riecht, sondern ein bisschen bitterer nach richtiger Orange. Das ist diese Grapefruit. Sowas benutze ich im Sommer gern. So richtig frisch und fruchtige Düfte. Mega. Kommt auf jeden Fall nächste Woche mit in meinen Urlaub. Oh, finde ich richtig geil. Hammer. Genau, es gibt ja 2 neue Handcremes, und zwar Daisy Hands und Sunny Hands. Auch da lese ich noch nicht, was drin ist. Ich probiere zuerst Daisy Hands. Oh. Daisy erinnert mich an Daisy Duck, also wahrscheinlich sehr süßlich. So ein bisschen so, ja, mädchenmäßig. Oh. Riecht nicht gar nicht so stark, wie ich jetzt dachte. Ich dachte, es riecht stärker. Und es riecht, ich kann es gar nicht sagen. Nicht blumig, eher ein bisschen auch fruchtig. Oder wie Rosen. Es riecht wie Rosen. Aber ich bin mir nicht sicher. Daisy Hands. Doch, es riecht ein bisschen nach Blumen. Aber nicht so wie eine... Ah, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist ganz komisch. Es riecht ein bisschen blumig, doch. Aber voll lecker. Und viel besser als diese Winterhandcremes von Bilou. Es riecht nicht so stark, sondern eher nach Blumenwiese. Ich lese mal drauf, was drauf steht. Bilou Daisy Hands duftet fruchtig blumig nach bunter Sommerwiese. Ich kann hell sehen. Ich habe Blumenwiese gesagt und hier steht Sommerwiese. Voll cool. Jetzt kommt Sunny Hands, der gelbe. Da sind Schmetterlinge drauf, beim anderen waren Blumen drauf. Also das wird jetzt nicht nach Schmetterling riechen. Aber vielleicht, ja, ich habe gesagt, ein bisschen fruchtig. Ich kann gar nichts riechen. Okay, ich
Ich nehme jetzt mal die andere Hand. Oh, was ist das denn? Ich kann es nicht sagen. Es riecht auch irgendwie blumig, aber anders. So wie eine Butterblume. Oder so ein bisschen nach Kuchenteig. Aber ich muss es lesen. Ich kann es nicht sagen. Bilou's Sunny Hands duftet verlockend süß nach exotischen Früchten. Naja. Ja, okay. Jetzt, wo ich es wieder gelesen habe, stimmt's schon. Es riecht ein bisschen wie so ein Frucht-Smoothie. Aber nicht so ein ganz bitterer oder so ein ganz krasser, sondern eher... Ich habe so einen Lieblingssmoothie, den gibt es in so einem Smoothie-Laden hier in der Nähe. Und der schmeckt so ein bisschen so. Und zwar ist da drin, ich glaube auch Pfirsich, Maracuja und so und dann noch Sahne. Und dadurch schmeckt es nicht ganz so stark, also nicht so fruchtig. Und genau so riecht es auch. Es riecht ein bisschen auch sahnig. Also ich finde es lecker. Sunny Hands. Cool. Ja. Ihr wisst, ich kriege die Bilous dann, wenn sie rauskommen, eh nochmal geschickt. Deswegen habe ich sie dann doppelt. Und deswegen verlose ich jetzt auch diese 4 Bilous an euch. Oder die ich geschickt kriege, weil die habe ich jetzt schon angebrochen. Das schaue ich mal. Aber auf jeden Fall wird es einmal verlost. Und dafür müsst ihr nur 3 Sachen tun. Einmal müsst ihr Abonnent von diesem YouTube-Kanal sein. Dann Abonnent von meinem Instagram-Account sein. Ich heiße da auch Sarah Kolumna. Und mein letztes, also mein aktuellstes Instagram-Foto kommentieren. Und am besten schreibt ihr unter mein letztes Instagram-Foto, welche Bilou-Sorte ihr bisher am allerbesten fandet von denen, die ihr schon kennt. Also wenn ihr die jetzt noch nicht kennt, kein Problem. Einfach von den alten, welche hat euch am besten gefallen und dann wird einer gewinnen davon. Ja. Ich drücke euch die Daumen. Die Verlosung geht bis Sonntag nächste Woche. Eigentlich geht sie bei mir immer 7 Tage, aber an dem Tag fahre ich gerade in Urlaub und dann ist alles ein bisschen chaotisch wahrscheinlich. Deswegen machen wir es einfach Sonntag. Und genau, da ziehe ich den Gewinner und verkünde ihn dann auch auf meiner Instagram-Seite und schreibe ihn natürlich hier auch drunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht und wenn ihr auch weiter in meine Videos schaut. Und das nächste Video wird ein Vlog. Den habe ich nämlich heute schon gedreht. Ich war Babysachen shoppen, aber keine Klamotten, sondern wir haben nach Autositzen und so Sachen geschaut. Und nach Babybetten und so weiter. Also da hoffe ich, dass es euch auch gefällt. Das kommt nächste Woche, das Video. Dann bis bald. Tschüss.